Wie funktioniert denn sowas? Ein globales Unternehmen zu leiten ist das eine Schürze anzulegen das andere. Aber auch ohne rotes Accessoire, beim Bierzapfen ist Sebastian Schulte kein Schaumschläger. Krönchen stimmt, ne? Also ich kann mich nicht beschweren, auf gar keinen Fall. Haben Sie gut gemacht, Chef? Haben Sie gut gemacht. Ich hoffe doch. Ich tue ja mein Bestes. Also jetzt kommen gerade sehr komplexe Bestellungen. Bei fast 30 Grad geht halt nicht nur Bier. Der Family Day der Deutz AG am Samstag in Köln hat was von einem Sommerfest. Mitten im September. Das Werk hat quasi Tag der offenen Tür. Mitarbeiter können ihren Familien den Arbeitsplatz zeigen. Zu sehen gibt's einiges. Unter anderem eine Testbaustelle mit elektrischen Baggern. Wir haben privaten kleinen Bagger für den Gartenbau. Deswegen können wir ein bisschen Bagger fahren. Und jetzt freuen wir uns aber mal so einen großen Bagger fahren. Der Bennett. Das Elektrobaggern, ein neues Gefühl für Vater und Sohn. Aber Elektro ist beim ältesten Motorenhersteller der Welt nicht überall möglich. Denn was für Autos und manchen Bagger klappt, ist bei vielen Maschinen schwierig. Die bewegen den ganzen Tag über noch größere Lasten als ein Bagger. Die Motoren dafür produziert von der Deutz AG. Das wird ein Nebeneinander sein von elektrifizierten Antrieben in kleineren Leistungsklassen, aber bis hin auch zu Wasserstoffantrieben und eben auch eine weitere Rolle des Dieselmotors, gerade in den großen und schweren Anwendungen. Trotzdem ist Wasserstoff das Thema der Stunde bei der Deutz AG. Das Unternehmen entwickelt seinen ersten Wasserstoffmotor. Nach EU-Richtlinien gilt der als Null-Emissionsmotor, stößt also fast kein CO2 aus. Wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr die ersten 100 Aggregate in den Markt bringen. Und da werden wir wirklich der Allererste, der das schafft. Und das ist jetzt das Ziel. Wir werden im nächsten Jahr 160 Jahre alt. Und das ist natürlich auch eine Ambition nach vorne. Wir wollen auch die nächsten 160 Jahre das machen, was wir bisher gemacht haben. Wir wollen dafür sorgen, dass die Welt in Bewegung bleibt. Und dort, wo die Wasserstoffmotoren in Zukunft hergestellt werden, da dürfen diesmal die Besucher rein in die heiligen Hallen der Produktion. Aber nicht alle sind von den Vorträgen der Familie begeistert. Langweilig. Die Mehrheit ist aber beeindruckt, auch wenn die Produktion stillsteht. Schon sehr spannend und schön, dass die Familie mal mit rein kann hier bei Deutz. Ich habe noch nie so gesehen, wie ein Motor eigentlich funktioniert und so. Deswegen ist es halt schon gut, dann zu wissen, wie das aussieht. Ich bin Gärtner und ich meine, auf dem Landschaftsbau, du siehst die Traktoren, ja cool, Traktoren sind da, aber wie werden sie gemacht? Und das ist halt mega faszinierend. Und nach den Familienführungen kommt das Highlight. Die Kölner Kultband Black Föß. Apropos trinken. Hier lassen sich rund 5000 Besucher nicht lumpen. Den Chef eines globalen Unternehmens kann der Andrang aber nicht aus der Ruhe bringen.